Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Online. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Hallo. Und was tust du denn da gerade Ungewöhnliches? Ich klicke hier gerade 25 Millionen Fenster durch, weil ich hier, das Streaming ist gerade wieder ein bisschen spontan. Und ich werde jetzt, ich werde vom Timeras jetzt gehostet. Ist ja Wahnsinn. Timeras Hosting und bringt 21 Zuschauer mit, krass. Aber ich hoffe, der macht das ein bisschen früher, da hätte er die 130 Zuschauer mitgebracht. Das wäre natürlich ganz dick gewesen. Ne. Aber ganz ehrlich, ich fliege schon mal los. Kommst du mit? Ja, ich bin schon hinterher. Also irgendwie wirkt aber hier dieses kardassianische Ding ein bisschen seltsam, ne? Oh, ich bin an dem Mond vorbeigeflogen. Wie weit? Ja, das wirkt jetzt so das Grün-Braun. Das wirkt irgendwie so ein bisschen... Naja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Kackig. Mich wundert es eigentlich eher, ne? Die Badlands sind ja ziemlich schwierig zu fliegen. Ja. Und gerade mit Schiffen und so weiter und so fort. Aber wie schafft es ein Planet hier drin zu überleben? Wahrscheinlich durch seine ungeheure Gravitation, weil heute ist es ja wohl ein Gasriese. Ja. Wird er wahrscheinlich diese komischen Sachen fernhalten, ohne direkt in sich aufsaugen und wird nicht beschädigt. Weil schau mal, wie schwer ist so ein Schiff und Weißt du, wie ich es meine? Ja, ja. So massenmäßig. Aber gerade das müsste ja eigentlich dann diese Wirbel anziehen, noch eigentlich, oder? Ja, und die würde er einfach aufnehmen. Du, Alex, ich weiß nicht, was das für Wirbel sind. Ob das jetzt nicht höher dimensional ist. Es gab ja auch in den Badlands ja auch Planeten, die bevölkert sind. Also zumindest von dem Maquis. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, guck mal, A kommt ja groß keine Sonne hin. Und B. Weißt du, was eigentlich gerade viel interessanter ist? Was? Dass wir gerade die mehrere Skano-Klassen zerlegen. Ja, stimmt. Da war die Meeres drin. Da ist die Meeres drin. Zerschießt ihn. Das sieht man, wie schlecht das Schiff doch eigentlich. Oh, ich bin gerade explodiert. Oh Mann, wie schlecht das Schiff ist. Bumm. Ich bin gerade explodiert. Ja, komm, ich werde dich räschen. Oh, räschen. Was? Magnesium? Cool, ich kann im toten Zustand kann ich. Ne, kann ich nicht. Scannen Sie Magnesium. Ich helfe mal aus. So, fortsetzen. So, ich komme wieder zu dir. Zu dich, dir. Eventuell ist da auch noch eine. Ach, hier Magnesiterz-Scan kann ich noch machen. Den da unten hast du gemacht. Ich flieg mal da oben zu den nächsten. Wir haben jetzt. Wie? Was? Hast du unten den einen Felsen, wo du jetzt warst, nichts gescannt oder was? Klar, hab ich gerade gescannt. Flieg ich mal zu dem da oben. Wir haben zwei Stück bisher gescannt. Ach, da unten, ja. Ich habe nicht runtergescrollt. Da unten ist noch einer. Ich flieg mal zu dem unteren. Ja, ich nehme dir hier oben vor. Oh, hallo Jungs. Oh, da haben wir. Ich habe da einen Angriffsflügel. Weiß ich nicht, soll ich mich mit dem gleich anlegen? Was ich. Bambi hat geschrieben, wie ich bin bei Triple im Stream und hier wird gesungen. Nein, feines Ziel! Für alle, die das Video hier später auf YouTube sehen, wir streamen parallel, deswegen seht mal hier uns hier gerade sterben. Deswegen habe ich ein Chat hier nebenbei, wo ich mitlese. So, ich habe jetzt wieder so ein Overload reingemacht zwischen. Ich weiß nicht, das geht irgendwie automatisch. Kann mir das jemand bestätigen? Dass ab und zu Overloads automatisch ausgelöst werden. So, könnte man hier dann mal weggehen? So, was will ich denn nehmen? Komm, du blöde Angriffsschiff. Jetzt scannen Sie Mond Delta. Ja, schön, dass du hier nur scannst und nicht die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit gekämpft. Alter. Ja, ja, du wieder. Bist du da unten? Hast du noch einen Gegner? Ja, ja, nö, nö. Ich hau die gerade alle weg. Na, Alter, dann beschwer dich doch nicht. Ja. Weißt du, ich bin das Wissenschaftsschiff und du scannst mir das ganze Zeug weg. Ja. Ist ein bisschen unlogisch. Ja, da wärst du halt mir hinterher geflogen. Hätte ich erst alle weggeknallt und dann hättest du. Das klingt irgendwie falsch, ne? Platzt ja dabei jedes Mal gleich. Ja. Was ist dann die Logik, mich dann allein hinzufliegen zu lassen? Nee, Wandern, was ist keine Galo? Die Galos, die haben wir alle zerlegt. Die leben schon lange nicht mehr. Ja, die sind schon lang down. Warte, hör mal. Die haben ja nichts drauf, die Dinger. Diese Pussy-Galos hier. So, fortsetzen. Müssen wir jetzt hin? Scannen Sie Mond Beta fehlt noch. 2. M98A2. Die... Das wird langsam teuer, glaube ich. Ja. Was ist denn der aktuelle Preis von den Teilen? Ich müsste mal fragen, wie das funktioniert mit diesem Donate-Button, dass man da so Ingame-Zeug spenden kann. Oh, das wäre natürlich cool. Hier mal ein Schiff, da mal was. So, hier wird gleich Ballus zerlegt.
Ja, hier sind. Na, hier sind mal. Doch, da ist eine Galo. Die fliegt gerade rückwärts. Die mache ich gerade auch mal mit hier, die Galo. Die knibbelt mir aber irgendwie vorne gerade das Zeug weg. Hier, tu mal. Ich halte mich mal auf Abstand. Du kannst mal eine Großaufnahme machen von der Galo. Solange sie noch existiert. Ja, ich muss selber noch schießen hier. Ich mach mit. Guck an, Ivana, wie die Galo platt geht. Da, nur für dich. Und. Bäm. Bäm. So muss das sein. Und das mal so einfach neben für ein Forschungsschiff in so einem kleinen. Was ist denn das hier, kleiner Jäger oder sowas? Seit wann, ach ja, wollte schon gerade sagen, seit wann kann man die Monde scannen, wenn man schießt? Oder doch noch kurz vorher abgebrochen? Oh, die geht jetzt gerade hoch. Wie unangenehm. Also ich finde diese Geschützturmsatelliten hier sind ein bisschen eich schwach. Also ja, für Geschützturmsatelliten, entweder müssten es ungefähr 400 davon sein. Aber stell dir mal vor, die sollen was verteidigen gegen irgendwas. Das kannst du vergessen. Ein Shuttle vielleicht. Na, selbst das wird's glaube ich nie reißen. Ein halbes Shuttle. So, wir dürfen zum Mond Alpha zurück. Was ist denn das eigentlich da oben für ein schwarzer Mond? Keine Ahnung, aber den müssen wir zumindest nicht scannen. Ist das überhaupt einer? Das ist ein Loch. Ist das ein. Ich flieg mal kurz hin, Entschuldigung. Schwarzes Loch. Da oben ist ein schwarzes Loch. Und es kommt nicht näher. Ich glaube, so weit kommst du nicht hin. Bademittel haben eine hypnotische Wirkung auf dich. Okay, das können wir umsetzen. Also demnächst. Das heißt wahrscheinlich, meinen ersten Stream darf ich im Bademantel machen, dann kriege ich von Nevando eine Galo-Klasse, oder wie? Ja, Bademantel haben eine hypothetische Wirkung auf mich. Bademantel und Triple Pushen. Ja, die Triple Pushen, oh, der Kelton-Klasse. Triple Pushen kriegst du ja, wenn er von Kimi. Sind wir gerade zum Falschen geflogen? Nee, wieso? Also, mit wir meint nicht einer von uns. Nö, ich habe ja unten Gegner, hier bin ich richtig. Ja, ich bin falsch geflogen. Ja, du bist ja zum schwarzen Loch geflogen. Nein, ich bin auch zum falschen hier Knuddelding geflogen. Falschen Knuddelding. Ist auch so ein Knuddelding. Ja komm, ich helfe dir ja schon, ja? Also ganz ruhig bleiben. So, ruf mal die mal noch dazu. So, ich tue hier schon. Guck mal, jetzt geht's auch vorwärts. Ja eben. Ach, komm bitte Piraten wieder. Natürlich. So, hör mal, die. Ja. Die werden bezahlt monatlich. Die verlangen monatlich ihre Rationen, ne? Und dann müssen sie aber irgendwas tun für ihr Geld, ne? Also hör mal. Die können ich die ganze Zeit immer auf der faulen Haut liegen und hier schön sich bezahlen lassen. Kannst ja vergessen. Timmy, du bist nur fast pleite. Nevando, du bist nur fast pleite. Also hast noch was. Nee, du kannst jetzt wieder neu sparen. Es wird ja noch ein Stückchen dauern, bis ich anfange mit Stream. Komm, mal runter beamen. Also die Vorbereitungen laufen. Ich habe einen Bademantel, ich habe meinen Hut. Das Einzige, was wie gesagt noch fehlt, ist so ein bisschen Ausrüstung. So ein Triple-Hut wäre geil. Also ein Triple-Hut wäre. Muss ich mal gucken, ob sowas gibt. Triple-Hut. Triple? Oder Triple-Hut? Hallöchen! Ist dieses Ding immer noch knuffig. Aber schön, dass erstmal hier auch mal Hallo an die 41 Zuschauer, die wir gerade haben. Ja, Hallöchen! Merkt mal glatt, dass der Temeras gerade hustet. Wahnsinn. Zählt das dann direkt mit dazu, oder ist das Das zählt mir dazu. Achso, also das addiert alles. Einzige, was ich schade finde, ist, dass der Chat nicht gebündelt wird. Das heißt, ja, wenn jetzt der Temeras hostet, ist bei seinem Kanal, wenn die Leute da jetzt schauen, immer noch. Wir müssen aber hierher, ne? Ja, hier müssen wir erstmal rein. Ist immer noch der Chat vom Temeras zu sehen. Und wenn jetzt zum Beispiel da jetzt 50 Leute schauen und da schreiben im Chat, sehe ich das hier nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Das wäre noch cool. Skills nutzen, Dribbel. Nein, warum? Ich habe nur ein Skill, der nennt sich Sterben. Ich muss weg. Es war vielleicht jetzt nicht so schlau, dass ich da hinten so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Außerdem gucke ich lieber. Und Triple Pushen wird das nix. Außerdem gucke ich lieber in den Stream oder in den Chat. Oder ob was ihr so schreibt, als dass ich hier drauf achte, dass ich immer zur rechten Zeit die richtigen Skills nutze, wo ich eh kein Blatt ist, was ich immer was da mache. Ich brauche Triple Pushen. So. Fürs Team. Ja, tu ruhig, hier ist ja nur Krieg. So. Ressourcen sind auch im Krieg wichtig, wie wir gerade sehen. Das könnt ihr da sehen, wie er gerade das Huran das Zeug erstmal holt, anstatt hier mitzukämpfen, lieber zusieht, wie ich sterbe. Ja, ja. Ist vorbei. Wer ist immer fürs erledigt? Team? Der Bademann ist nur auch ein Schibbel. Danke, Bambi. Jetzt habe ich endlich einen Bademantel im Stream. Das ist wichtig. Was? Du hast einen Bademantel im Stream? Ja, der Bademantel ist im Stream.
Welcher Bademantel? Das muss ich ja eigentlich drücken von diesen komischen Wissenschaftsfähigkeiten. Ach ja, Crazy Frog, wir nutzen das. Was für ein Gewehr nutzen wir? Das Anti-Chroniton-Tetrion-Automatikgewehr. Jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich in die Cam gucke. Weißt du, wie viel ich da jetzt geübt habe für die Texte? Ja, richtig. Ach, mir so fehlt richtig. Wem fehlt hier noch der Orbitalschlag? Da Obi. Genau, Nevan, und ich würde gern einen Orbitalschlag bei dir ordern. Kannst du denn günstig einen besuchen? So unter der Hand, sowas. So einen globalen Orbitalschlag, der alle auf Level 60 knallt. Nein, den Zielsuchenden bitte. Ja, genau. Für Taktiker. Ja, ich habe tatsächlich üben müssen, weil die Regie hat gesagt, das geht so nicht weiter, so wie du sprichst. Bambi, doch, es gab doch einen Ton. Der klingt nur anders als beim Nevandon, als bei Timeras. Es wurde auch angezeigt. Hey. So, Julius Riker. Hallo Riker. Mach mal die Tür auf. Ist offen. Es folgt wenigstens dir. Oh. So. Da noch was? Da ist noch jemand. Ja, komm, mach mal auf, komm. Komm, komm, komm. Wer schießt? Hier schießt er durch. Ach, hier sind ja wieder kleine. Ich weiß nicht, Wissenschaftler am Boden ist das schon so ein bisschen verloren, ne? Ach, nicht unbedingt. Also so im Vergleich zum Obi-Wan Kenobi? Es fehlt so ein Gravitationsboden am Boden, ne? Oh yeah. Wo die ganzen Leute zusammengezogen werden. Dieses komische Ding, was die Ikonianer haben. Es gibt schon ein paar Skills. Es gibt auch so einen Boden, wo so die Hölle auftut, so ein Feuer oder so Risse im Boden gibt und so Zeug. Ich weiß gerade nur nicht, wie es heißt. Wie heißt das? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Könnt ihr mal im Chat schreiben, wie es heißt? Wir brauchen Dribble. Ein Dribbeliges. Die waren noch richtig. Nachdem ich einen Lifetime-Account habe, brauche ich noch einen Lifetime-Bun. Ja. Das passt gut zusammen. So, müssen wir jetzt. Da geht's runter. Helf mal kurz auf die Sprünge. Was habe ich gesagt, dass ich das verdiene? So, ich was hab ich schon wieder vergessen? Memo an mich selbst. Onkel Don will einen Lifetime-Bun. Was? Ich habe echt schon wieder vergessen, weswegen. Gibt es hier keine Ahnung, wahrscheinlich, weil du gemeint hast, dass du schon wieder was geordert hast hier. Geizhals. Ach, stimmt, weil ich den Obi-Wan geordert habe. Das könnte es gewesen sein. Ja, genau, den Obi-Wan. Wanda, du kannst sagen, wenn du die gerade nicht auf Lager hast. Das genau, verstehe ich voll. Wir verstehen schon, dass die Lieferzeit ein, zwei Tage länger dauert. Muss das vielleicht erst produziert werden müssen oder Alter, so? Alter, das ist echt zum Kotzen. Ihr spawnst echt am Arsch der Welt. Warum? Bist du tot? Ja, ich war tot. Das ist aber unangenehm. Ich spawn bis zum Anfang zurück. Oh, die kommen ja gleich desintegrierend entgegengespottet. Wer ist denn oben? Und der Joshua kommt von hinten und... Auch hier steht noch einer. Von hinten kommt er. Ja, der kommt von hinten. Das ist manchmal so irritierend, wenn auf der Map was markiert ist, aber das ein anderes Stockwerk ist. Mit der Tetris-Gun aufgelöst. Cool. Der Nix im C-Store. Lifetime-Bands. Yeah. Das heißt, du kaufst 500 Cent um irgendjemanden, der keinen Bock hast, einfach Lifetime-mäßig zu bannen. Ja, das ist jetzt die Frage. Wenn du Lifetime-Band kaufst, bekommst du dafür dann 10? Aber kannst nicht mehr spielen? Oder musst du dich noch ausgeben, dass du nicht mehr spielen kannst? Bist du jetzt eigentlich? Weißt du, was ich meine? Ja, es ist gerade. Was brauchen Sie von mir? Sie brauchen. Fahren Sie fort. Wir brauchen mehr von Sie. Jetzt nicht. Wir brauchen mehr von mir. Da sind noch ganz viele grüne Klöpse auf der Karte. Ja. Wer ist der Nightbot? Der Nightbot ist ein, wie es schon heißt, ein Bot. Ein Bot, der den Chat kontrolliert und Bademantel rausfiltert. Okay. Ne, das ist allgemein ein Bot, der im Prinzip ein bisschen auf den Chat aufpasst, den kann man ein bisschen einstellen, wenn zum Beispiel einer hier permanent irgendwelche Links postet oder hier anfängt, nur in Großbuchstaben zu schreien im Endeffekt, was die Leute nicht wollen. Oder Ich kenn's doch von früher vom IRC, als man da so aktiv war. Man kann ja auch noch Ding machen, der hier im Prinzip richtige Wörter filtern, so richtige Lebens. So muss es sein. Also der Whiteboard regelt eine ganze Menge. Und wenn ich das nicht alles auf YouTube hochladen würde, könntet ihr dem sogar sagen, dass der Musik spielen soll. Aber das dann meckert YouTube. Meckert YouTube? Nicht immer. Ja. Aber so gut wie immer. Die Musik, komm, die dann läuft, die meckert. Du, ich stehe hier gerade aufs Maul. Kannst du mir mal... Ja, da hinten bist du rein. Ich habe auch... Ach, hör doch mal auf, Reiter hier, du.
Jemand, der einen Rechtschreibfehler begangen hat, ich weiß. Weil das, was er schreibt, muss ich ihm vordefinieren. Deswegen macht er Rechtschreibfehler, weil da muss ja auch ein bisschen, das ist mein so, ich Baby. Bin doch im Chat. Was hast du denn? Wer, du? Ja, ich muss ja noch nebenbei spielen. Das ist ja nicht, dass der liebe Suran hier alleine spielt. Ich bin ja auch noch mit da. Und muss ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass er überhaupt eine Chance hat gegen die ganzen Cardassianer, gegen die Angalos. Ich habe das Gefühl, als ob ich einen Level 6er dabei habe und hier vergessen habe, mich anzupassen, ey. Ich bin 46, könntest du daran liegen? Nee, eigentlich auch nicht. Die zwei Level dürfen fast. Die zwei Level dürfen nicht raus. Obwohl, die stehen bloß mit einem Level über mir. Wenn ich mir so anschaue. Ich mache die Torpedos hier hinten. Ja, ich mach sie gerade. Oh, super, darf ich auch mal was machen? Ja, ey, du kannst mal die Gegner wegschießen, so an. Hier sind doch keine mehr. Ja, weil ich sie schon weggesenzt habe. Ich mach mal die Torpedos. Ja, ich mach sie. Ja, lass mich doch auch mal machen. Ja, schieß die Gegner weg. Hier sind doch keine mehr. Ja, ich weiß. Also, die stehen ja alle so viel auf dem Haufen. Meine Güte. Du hast mir aber nicht per Vorauswahl angezeigt, ja? Das ist der Anti-Vorauswahl-Donner. Ja, ich weiß, ich bin halt nur Hiwi, ich bin nur so auf dem Abstellgleis. Ja. Also ich werde nur zur Not hier mit eingeladen, ich bin auch nur Lückenfüller. Einfach nur, dass in die Pausen, wo der Sucher mal Luft holen muss, jemand was sagt. Kiste. Das ist mein Job. Schön, dass der Don da ist. Siehst du, der Bipper12 schreibt schön, dass der Don da ist. Das gefällt mir, Bipper. Ja, schön. Weil die haben nämlich heute schon eine Stunde auf dich gewartet. Erzähl doch mal, was war. Die haben es ja noch nicht mitgekriegt. Ach so, ja, ich habe ja so Sachen den Stream beendet, kurz danach bist du gekommen. Wirklich, das war genau. Nahezu also, zeitgleich. Also, der Ausfall des Internets hat exakt eine Stunde betragen. Und ich glaube, er war von 18.55 Uhr bis 19.55 Uhr. Ziemlich exakt. Also, ich bin ja bei Kabel Deutschland, habe Fernsehen, alles Mögliche darüber. Und ja, wir haben eigentlich ja gerade so ein Vogelblendel, das habt ihr wahrscheinlich noch mitbekommen. Hatten wir gerade so angefangen und auf einmal denke ich mir, es antwortet ja keiner mehr, was ist da los? Und dann habe ich ja mitbekommen, ja, Twitch lädt noch, ich hatte es so offen gehabt. Und ja, da war ich wohl offline. Dann bekomme ich eine SMS von meiner besseren Hälfte, die im Wohnzimmer sitzt. Fernsehen geht nicht. Dann bin ich mal rübergestiefelt, habe geschaut und hast gesehen? Ja. Fernsehen geht nicht. Genau, ich wurde noch dafür begrüßt, dass ich so schnell da war, obwohl ich eigentlich ja aufnehmen wollte. Ja. Und ja, komplett Ausfall. Wollte ich an der Hotline anrufen. Die 24-Stunden-Hotline hatte zurzeit keine freien Abfrageplätze oder wie das auch immer heißt bei denen. Und das ist so ein Zeichen, dass es da wirklich ganz tief brennt. Dann hat mich mit dem Handy mal geschaut und da gab es auf so diversen Störungsmeldeseiten spontan 6.500 Benachrichtigungen, dass Kabel Deutschland ausgefallen ist. Und zwar so ziemlich überall. Wahrscheinlich ist da irgendein Praktikant auf dem Ausknopf eingeschlafen oder die Putzfrau hat für einen Staubsauger einen Stecker gebraucht. Ich weiß es nicht. Irgendwas in der Richtung wird es gewesen sein. Jedenfalls, ja, down gewesen, eine Stunde. Und dann ging es wieder. Genau, Kabel offline. Ja. Das Problem ist, dass man eine nennenswerte Leitung bekommt. Also so, mit der man auch was anfangen kann. Aber du warst dann echt um 19.59 Uhr warst du wieder da, ne? Genau, also das Schöne war ja, ich saß in einem Wohnzimmer und wollte gerade nochmal versuchen anzurufen in der Hotline. Und in dem Augenblick ging der Fernseher an, denke ich mir, oh. Ja, Rubelkammerfred, die Frau schreibt deswegen SMS, weil sie respektiert, dass der Don aufnimmt. Denn sie kann ja nicht einfach reinplatzen, wenn der aufnimmt. Richtig. Ist bei mir genauso. Genau, da kannst du mir Infos dazu geben. SMS-Paket ist sowieso klar. Und wenn es halt wäre oder irgendwas Kritisches ist oder irgendwie, dann können wir auch mal normalerweise eine Aufnahme mal kurz unterbrechen. Wenn wir im Livestream jetzt nicht so. Wenn wir so im anderen Fall halt aufnehmen, dann schon. Und dann kann man halt mal eine Pizza essen oder trinken oder. Genau, du sagst mir, ich komm gleich wieder, ich muss so ganz schnell was machen. Dabei gehst du Pizza essen, was trinken, einen Film angucken. Einen abseilen, genau. Ein abseilen, genau. Ja, man muss halt für seine Bedürfnisse einstehen. Ja, ja. Ist einfach so. Jemand hat vergessen, die Hamster zu füttern. Also ich kenne nur die Urban Legend, dass ein Server irgendwie immer zur gleichen Zeit in der Woche oder wie das war, ausgefallen ist. Und tatsächlich war es halt so, die Putzfrau kommt rein, braucht für den Staubsauger eine Steckdose, zieht den Server raus und macht halt Staubsaugt. Ja. Egal. Und steckt dann halt den Server wieder rein. Und da ist halt jedes Mal zur gleichen Zeit einfach der Server ausgefallen. Das ist eigentlich so eine Urban Legend, die ich kenne. Das mit dem Hamster, ich weiß nicht, habt ihr wirklich noch Hamster bei euch im Betrieb? Manche böse Hamster. Worte würden wahrscheinlich sagen, das würde einiges erklären, aber
Das also, kommt nicht von mir. Und wie gesagt, die Downtimes, die kann man halt auch ganz schlecht einschätzen bei Kabel Deutschland. Ich meine, ihr wisst, ich hatte es, oder das wisst ihr eigentlich nicht, ich hatte mal so 15 Minuten oder unter 15 Minuten, aber es gab halt auch schon diese 5 oder 6 Tage, die ich dachte, wo es einfach mal nicht ging. Das, ich meine, das muss ich auch sagen, das ist insgesamt mehr, als ich bei allen Providern bisher zusammen hatte, an Ausfall, ja. Hatte ich da mit einem Mal zusammen gehabt. Ist jetzt nicht so rühmlich, ehrlich gesagt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es sich nicht zu sehr häuft. Ja. So, eigentlich ist die Folge rum, ne? Jo, und damit herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.